Hi meine Lieben, willkommen hier zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch meine gelesenen Bücher der letzten 3 Monate, also für Juli, August, September. Da ich eine extreme Leseflaute hatte und sehr wenig gelesen habe, bis auf im Juli, da habe ich noch, glaube ich, 7 Bücher oder so gelesen und dann war es wirklich sehr wenig. Da ich diese Leseflaute hatte, habe ich dann auch keine Videos gedreht, weil ich eigentlich ehrlich gesagt nicht wusste, über was ich reden sollte. Jetzt mache ich ein gesammeltes Update, beziehungsweise also ein gesammeltes Update von den Büchern, die ich jetzt die letzten 3 Monate gelesen habe. Sage mal ganz kurz was dazu und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Also kommen wir zuerst zum Juli. Auf jeden Fall habe ich 2 E-Books gelesen, ein Hörbuch gehört und 3 Printed-Ausgaben gelesen. Und die möchte ich euch jetzt einfach kurz vorstellen. Wir fangen mit den E-Books an. Und zwar habe ich einmal gelesen, hier blende ich es euch ein, Legal Love, der erste Teil. Ich wusste nicht, dass das also eine Reihe wird. Ich glaube, es sind 3 Bände. Ich habe bis jetzt den ersten gelesen und ich fand ihn so 2,5, 3 Sterne Bewertung ungefähr. Ja, es ist ein solides Buch gewesen. Es war ganz okay. Es hat mich amüsiert. Ich hatte Spaß beim Lesen. Teilweise, manchmal war es auch ein bisschen langatmig. Lag vielleicht auch daran, dass es einfach so ein klischeehaftes Buch war. Ich kann euch auch ehrlich gesagt nichts mehr Genaueres zu Legal Love sagen, weil es halt so ein typisches Standardbuch war und da ist nicht besonders viel hängen geblieben. Es war ganz süß, so für zwischendurch geht das, weil das auch nicht sehr lang das Buch war. Dann habe ich gelesen Repeat is Love und Repeat is Love hat mir um einiges besser gefallen. Repeat is Love war ein sehr, sehr spannendes Buch. Das habe ich dann im Urlaub gelesen. Wir sind spontan in den Urlaub gefahren und dort habe ich es dann so in der Zwischenzeit immer wieder mal gelesen auf meinem Kindle. Und ich fand das Buch sehr, sehr spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte die Liebesgeschichte. Da geht es um eine Frau, die nach einem Unfall ihr Gedächtnis verliert und versucht halt wieder hinter alles zu kommen und so geht sie zu ihrem Ex-Freund und der ist total überrascht, sie zu sehen und auch irgendwie wütend und dann funkt es eventuell wieder so ein bisschen zwischen denen und da geht es dann halt so ein bisschen darum, was ist eigentlich passiert, wieso wurde sie, also wieso hat sie ihr Gedächtnis verloren und wer war das? Wurde sie angegriffen? Also es ist sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Was heißt sehr, sehr, sehr spannend. Es ist jetzt kein Spannungsroman oder sowas, aber ich fand es halt mal interessant, auch so ein bisschen so eine, ja, spannende Erzähl, also sowas, so einen spannenden Aspekt drin zu haben. Dann habe ich als Hörbuch gehört Burning Bridges von Tammy Fischer und zuerst hat es mir auch ziemlich gut gefallen. Ich habe so knapp die Hälfte gehört und dann, ich weiß nicht, habe ich irgendwie das Interesse dran verloren. Ich habe es mit Ach und Krach zu Ende gehört. Ich weiß nicht, wie ich das, also ich musste mich wirklich zwingen. Vielleicht war es einfach nicht der perfekte Zeitpunkt dafür, aber irgendwie, vielleicht hat mich auch die Geschichte an sich nicht so interessiert und deswegen war das alles so ein bisschen, ich will nicht langweilig sagen, langweilig war es ja auch nicht unbedingt, aber es war halt einfach nicht wirklich meins. Und ja, ich versuche es nochmal mit Sinking Ships, weil ich schon öfter gehört habe, dass Sinking Ships ein bisschen besser sein soll. Und ja, dann schauen wir mal, wie Sinking Ships so wird. Also ich weiß noch nicht wann, aber auf jeden Fall Burning Bridges war so ganz, ja, ganz okay würde ich nicht sagen. Also mir hat es nicht ganz so gut gefallen. So, kommen wir zu den Printed-Ausgaben. Und da habe ich einmal gelesen von Brittany C. Cherry, Deine Worte in meiner Seele. Und das ist die Neuauflage von Verliebt in Mr. Daniels. Und ich liebe ja so Lehrer-Schüler-Geschichten. Ich finde sowas ganz cool. Ich mochte auch von Colleen Hoover die Reihe ganz gerne. Ja, Brittany C. Cherry mag ich sowieso. Und ich mochte diese Story. Und ich fand die so, so super cool. Und ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Ich habe es auch ziemlich schnell durchgelesen. Ich weiß nicht, wie lange, 2, 3 Tage habe ich dafür gebraucht. War ein sehr tolles Buch und ja, wieder ein BCC, den ich fertig gelesen habe. Jetzt habe ich nur noch 2, bevor die neuen erscheinen, die ich lesen kann. Dann habe ich gelesen mit der Lesegruppe zusammen von Leserausch. Ich verlinke sie euch wieder unten, weil die Gruppe existiert immer noch.
Ich habe jetzt momentan mein Handy gewechselt und kam noch nicht dazu, die neue App drauf zu installieren, weil mein altes Handy kaputt ist. Deswegen bin ich da auch nicht mehr so ganz up to date, was da momentan so abgeht. Aber wir haben dann im Juli Strange the Dreamer den ersten Teil gelesen. Und ich fand den super, super gut. Ich mochte diesen malerischen Schreibstil. Und es war halt einfach wirklich mal was ganz anderes. Man hat halt gemerkt, dass das Buch gesplittet wurde, weil das Ende so gar kein Ende war. Also man hat gemerkt, dass es so mittendrin einfach aufhört. Und ich bin super, super gespannt, wie es weitergeht. Ich fand das Buch super gut. In Strange the Dreamer geht es um Strange, Laszlo Strange, der liebt es halt, die Geheimnisse zu ergründen rund um die Stadt Weep. Das ist eine Stadt, deren eigentlicher Name aus allen Köpfen der Menschen irgendwie, ja, also alle Menschen haben diese Stadt vergessen und Weep träumt aber sehr, Weep, nicht Weep, Laszlo träumt sehr oft von dieser Stadt und er wächst als armer, ja, Bibliothekar auf und eines Tages, ja, bekommt er die Möglichkeit, in diese Stadt Weep zu reisen. Und darum geht es dann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Dann habe ich gelesen, Wenn die Dunkelheit endet, von Constance Sawyers. Und oh mein Gott, ich war so verliebt in dieses Buch. Ich habe nicht erwartet, worum es ging. Ich habe irgendwie gedacht, dass es halt so ein ganz normaler Roman ist. Ich muss euch aber sagen, es hat auch Fantasy-Aspekte und das wusste ich nicht. Und ich war so überrascht und so verliebt in dieses Buch. Wir sind hier in verschiedenen Zeit, also wir spielen verschiedenen Zeit, also das Buch spielt in verschiedenen Zeitsträngen. Und es geht um Juliet Lacombe, die unsterb, also die total verknallt ist in den verheirateten Maler Auguste Marchand. Ach, ich kann kein Französisch, sorry. Auf jeden Fall, als die Mutter das aber rauskriegt, belegt sie den Maler mit einem Fluch, merkt aber nicht, dass sie dabei die Seele ihrer Tochter Juliette, ja, mitverflucht und beide dazu verdammt, die Liebe, ihre Liebe halt, ihre unglückliche Liebe immer wieder von neuem zu durchleben. Und es ist so, so spannend. Es nimmt so, so Wendungen. Also, ich habe das alles überhaupt nicht erwartet. Und ich habe das Ende so. Das Ende war so herzzerreißend. Das war so, so schön alles. Und ich liebte es. Ich liebte es so sehr. Und das war ein Rezensionsexemplar. Machen wir weiter mit dem August. Und im August hat so meine Leseflaute dann begonnen. Und deswegen habe ich auch im August, irgendwann zum Ende August, nur ein einziges Buch gelesen, weil ich gehofft habe, dass die nette Dame mich hier aus dieser Leseflaute rettet. Brittany C. Cherry mit Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Und das hat sie auch, mehr oder weniger. Also ich habe dieses Buch verschlungen und ich glaube, das ist mein Lieblingsbuch von Brittany C. Cherry. Also hier geht es, in diesem Buch geht es um Gracelyn und Gracelyn kommt gerade wieder in ihre Heimatstadt zurück, nachdem sie sich von ihrem Mann hat scheiden lassen. Noch weiß niemand davon. Und sie kommt zurück und beichtet es ihren Eltern und ihre Mutter ist, oh, wie kann man nur so ein Mensch sein? Ihr Mann hat sie halt betrogen und deswegen lassen sie sich scheiden. Und weil ihre Mutter extrem religiös ist, ist sie halt total dagegen, dass Gracelyn sich scheiden lässt und versucht sie die ganze Zeit zu ermutigen, ihr Mann doch wieder zurückzunehmen und dass sie es doch einfach aushalten soll und also bla bla bla. Auf jeden Fall trifft sie dann auf Jackson und Jackson ist halt der Bad Boy der Stadt, ja, der halt auch eine nicht so schöne Vergangenheit hat und sein Vater ist Alkoholiker und die Familie hat so einen schlechten Ruf in der Stadt und sie trifft ihn und ja, die lernen sich immer besser kennen und so ist super, super süß, super, super süß, wirklich. Ich habe so sehr geliebt, diese Geschichte, die war so wunderschön. Mein Herz ist zerrissen. Und wurde wieder zusammengesetzt. Das kann nur Brittany C. Cherry. Also da ich immer noch gegen diese Leseflaute ein bisschen kämpfen musste, habe ich dann im September wie die Ruhe vor dem Sturm gelesen. Auch von Brittany C. Cherry. Das war auch mein letzter, den ich da hatte. Und das ist auch der neueste von ihr. Und ich habe dann gedacht, eigentlich wollte ich warten, bis noch ein paar mehr Bände draußen sind.
von dieser Reihe, aber die hängen ja eh nicht zusammen. Also habe ich dann gedacht, ich lese den jetzt einfach, weil ich aus dieser Leseflaute rauskommen wollte. Und den habe ich auch, glaube ich, an einem Tag oder an 2 Tagen komplett durchgelesen. Hier geht es um Eleanor Gable, die als Nanny arbeitet und ja, sich einen neuen Job bei einer reichen Familie geholt hat. Und dann trifft sie halt, also dann merkt sie auf einmal, dass ihr Arbeitgeber Grayson ist und dass die Kinder, die sie betreuen soll, seine Kinder sind. Und sie kennt Grayson aus ihrer Jugend und die haben sich damals sehr, sehr gut verstanden. Und merkt sie, dass aus diesem ach so lebensfrohen Jason, aus dem ach so lebensfrohen Grayson ein ziemlich verbitterter, kalter, trauriger Mann geworden ist. Und sie möchte ihm da so ein bisschen raushelfen und versucht, ihn irgendwie da wieder zurückzuholen. Und auch wirklich ziemlich schlimmer Schicksalsschlag und so. Und es ist halt einfach so typisch Brittany C. Cherry. Absolutes Drama. Und ich habe es so, so geliebt. Und das Ende war auch so, so schön. Ich fand nur das Ende ein bisschen. Das ging mir dann doch alles zu schnell. Es war doch alles ein bisschen zu leicht. Aber trotzdem mochte ich es sehr. Dann war ich gerade am Regal aussortieren, also mein Bücherregal aussortieren. Und dann habe ich die Bücher in die Hand genommen. Und da mir der, also das ist der zweite Band von den Grimm-Chroniken, Asche, Schnee und Blut, den hatte ich damals schon mal angefangen gehabt. Ich habe so circa 40 Seiten oder so gelesen gehabt. Und den ersten Teil hatte ich auch schon gelesen. Und ich fand das so, naja. Und ich wollte die eigentlich aussortieren. Und dann habe ich mir so gedacht, komm, 40 Seiten hast du schon gelesen. Das Buch hat insgesamt, glaube ich, 120. Und da habe ich gedacht, komm, lies wenigstens das Buch noch fertig. Und wenn du es dann nicht magst, dann sortierst du es aus. Und dann habe ich dieses Buch fertig gelesen. Wir sind immer noch immer im September. Also ich habe im September dann dieses Buch fertig gelesen. Und zum Glück hatte ich Band 3 noch da. Weil das Ende hier hat mich so gestört. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, dass ich dann zum dritten Band direkt gegriffen habe, die Grimm-Chroniken Der schlafende Tod. Und habe das dann direkt durchgesuchtet und ich habe mich so verliebt in diese Geschichte und ich werde auf keinen Fall diese Geschichte aussortieren. Zum Glück ist hier das Ende nicht ganz so schlimm, sodass ich jetzt warten kann, bis ich mir halt die nächsten Bände zugelegt habe. Und das wird, also die nächsten Bände werden auf jeden Fall demnächst einziehen. Und dann noch zum Schluss, im September habe ich den ersten Band von Scythe gelesen. Mich hat es schon ganze Zeit in den Fingern gejuckt, diesen Band endlich mal in die Hand zu nehmen und anfangen zu lesen. Und jetzt habe ich das endlich gemacht und ich bin so, so, so happy drüber. Ich habe so viel Spaß dabei gehabt und es war so interessant und es war so packend und ich habe so mitgefiebert hier die ganze Zeit. Und ja, dass ich dann noch direkt mit dem zweiten angefangen habe, aber den lese ich gerade noch. So, das war's mit meinen Neuzugängen der letzten 3 Monate. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder ein bisschen öfter und können über buchige Dinge sprechen. Tschüssi!